Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einem niedlichen Let's Play Alfred Hitchcock Vertigo. So, wir sind auf der Farm von Esther und Samuel. Und irgendwas stimmt hier nicht. Es ist hier keine Menschenseele. Und alle Indizien sehen danach aus, als wenn den beiden irgendwas passiert sein sollte. Das Pferd hatte seit Tagen nichts mehr gegessen und getrunken, war kurz vorm Tod. Und auch sonst hier irgendwie nichts weiter zu sehen. Es ist menschenleer. Und von da weiß ich nicht, ob wir hier vielleicht irgendwas nicht so Schönes entdecken werden. Alright, so. Wir gucken mal, hier ist leider nichts. Aber da hinten ist was. Dach. Okay, schöner Ausblick, aber... Ist hier irgendwas zu sehen? Ach hier, guck mal. Der zweite Handschuh. Der eine war auf dem Strohballen. Hier ist der zweite. Ist jemand runtergestürzt? Ist Samuel hier vielleicht runtergestürzt? Das sieht so aus, als wenn er sich festhalten wollte. Oh, 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 oh. So, und irgendwas war hier aber noch. So, hier, da hinten war noch was beim Fenster, genau. Was ist da? Adam? Warte mal, Nick. Wer ist Leonard Franklin? Sorry, bin wieder da. Alles okay? Der große Baum. Auf dem Feld hinter der Scheune. Wer liegt darunter? Oh. Mein Cousin Leonard. Hab ihn nie kennengelernt. Wie lange ist es her? 50 Jahre? War eine Totgeburt. Meine Tante wäre fast gestorben. Sie mussten ihr die Gebärmutter rausnehmen. Oder die Eierstöcke oder so. Nick? Bist du noch da? Hört sich furchtbar an. Danke, Mann. Wir sehen uns auf dem Revier. Wobei das Grab sehr gepflegt aussah. Sehr gepflegt. Okay, aber wir scheinen hier in der Scheune auf jeden Fall nichts gefunden zu haben weiter. Deswegen gehen wir mal runter und gucken mal, ob wir vielleicht noch ins Haus kommen oder ähnliches. Weil ich bin mir sicher, hier wird es noch irgendwas geben. Okay, wo ging es denn runter? Ach da, alles klar. So... Ich hoffe, Ferdi geht's inzwischen wieder gut. Wir gucken mal. Ferdi? Lebst du noch? Okay, ich gehe mal irgendwie den falschen Weg, so wie es aussieht. Alright, da geht's nämlich weiter. Wobei, da geht auch noch eine Treppe hoch. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht längs, oder? Nee. Oh, guck mal, hier ist noch was. Werkzeug. Okay, aber hat uns wohl nicht weitergebracht. Hey, Ferdi! Na, alles gut bei dir? Laufen ist grad nicht. Komm erst mal wieder zu Kräften. Komm, du kriegst noch eine Möhre. Eine Möhre kriegst du noch. Du hast so viel gehungert. Eine kannst du noch vertragen, auf jeden Fall. So, und die Steuerung ist so ein bisschen... schwergängig, würde ich mal behaupten. Na? Na? Okay. War irgendwie gerade ein bisschen merkwürdig, die Animation. So. Nick, bist du da? Nur mal nebenbei, du hast in einer halben Stunde einen Termin beim Bürgermeister. Oh nein. Hey, ich kann Frankie Lane hören. Wie geht's ihm? Ich glaube nicht, dass sich dein Onkel sehr gut um ihn kümmert. Im Ernst? Echt ab. Du wirst pünktlich sein, oder? Du übernimmst besser für mich, ja? Schon wieder? Fauler Sack. Nee, nix faul. Wir müssen hier noch ermitteln. So, kommen wir irgendwie ins Haus. Hier, was ist mit dem Auto? War das... Nee, das ist nicht unseres. Schlüssel.
Okay, weggefahren sind sie auf jeden Fall schon mal nicht. Sei denn, sie haben mehrere Autos. So, war hier noch was? Ja, Angelzeug. Adam, wolltest du in nächster Zeit mit deinem Onkel angeln? Nein, warum? Er hat mich nicht mehr eingeladen, seit ich ihnen von Marcello erzählt habe. Nur so, bin nur neugierig. Ist wahrscheinlich das Beste, ehrlich gesagt. Okay. So, wir versuchen mal ins Haus zu kommen. Ja, das sieht so aus, als würden wir reinkommen. Oder? Hallo? Hallo? Versuch doch mal, ob die Tür auf ist. Ja, ja, ganz genau. Weiter draußen, erneut klingeln bringt nichts. Adam fragen, ja, vielleicht weiß der ja, ob es hier irgendwo einen Schlüssel gibt oder irgendwas. Adam, sind deine Tante und dein Onkel normalerweise um diese Zeit zu Hause? Scheune. Und wenn meine Tante nicht zu Hause ist, ist sie einkaufen. Wenn keiner aufmacht, geh einfach rein. Ja, das ist nicht mal ein Plan. Na komm, lass uns reingehen. Was zögert er jetzt? So. Können wir jetzt einfach reingehen oder weiter draußen suchen? Erneut klingeln? So wie es aussieht, kommen wir nicht durch diese Tür. Nee, okay, wir müssen weiter draußen suchen. Vielleicht ist ja auch irgendwo ein Fenster auf oder irgendwas. Ist hier irgendwas? Nee, Fenster ist leider zu. Da kommen wir nicht durch. Alright, so. Hier vielleicht? Nee, okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Wir gehen mal um das Haus, ob es da noch irgendwas gibt. Falls wir überhaupt rumkommen. Da kommen wir nicht rum. Okay, wobei das Gelände ja echt groß ist. Also da hinten könnte auch noch irgendwas sein, aber wie gesagt, wir gucken erstmal hier. So, hier ist doch schon was. Stromkasten? Nee, Telefonanschlusskasten. Kabel sind rausgerissen. Ah ja. Die Indizien verdichten sich immer mehr, dass hier irgendwas sehr Merkwürdiges vor sich geht und irgendwas passiert ist. Ich weiß aber noch nicht was. Okay, so, hier kommen wir auch wieder nicht weiter, ne? Oder? Doch. Hier geht's noch weiter. Okay, hier ist aber Sackgasse. Das war's. Ist hier was im Korb? Nein. Alright, so, dann müssen wir einmal da hinten hin. Beziehungsweise, ich guck mal eben, ob hier irgendwas ist. Ne, hier sind nur Strohballen. Ich glaube nicht, dass die uns weiterhelfen. So. Vielleicht finden wir hier noch was. Nee. Hallo, ist hier vielleicht jemand? Hallo? Okay, hier kommen wir auch nicht durch. Aber es scheint ja so, als wenn ich irgendwas übersehen habe. Irgendwas muss ja hier noch sein. Die Frage ist was? Vielleicht beim Tracker? Ja, ja, ja. Der Anhänger, ein Springer.
Okay, wirklich weitergeholfen hat uns das jetzt aber auch nicht. So, die Frage ist, lohnt sich das noch in die Richtung zu gehen? Nee, okay. Das Spiel sagt uns, wir sollen dort nicht weitergehen. Was haben wir übersehen? Ist hier irgendwo ein Ersatzschlüssel vielleicht versteckt? Irgendwo? Schlauch? Nein. Irgendwie vielleicht in der Vase? Auch nicht. Also ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wo wir noch suchen können. Warte mal, was haben wir denn als Ziel? Mit Samuel und Esther Franklin sprechen. Ja, würde ich gerne. Würde ich gerne, wenn ich sie finden würde. Wir probieren es nochmal an der Tür. Auch jetzt geht's aufmachen. Warum ging's vorher nicht? Merkwürdig. So, was zögerst du? Geh rein. Sei denn, es riecht schon unangenehm. Hineingehen. Oh, oh. Was war das gerade? Oh, egal. So, zumindest schon mal keine Leichen. Das ist schon mal gut. Alright, so. Aber ist er irgendwie in Stellung, dass er seine Waffe zücken will? Also, er vermutet ja fast, dass hier jemand ist. Na gut, wir gucken einmal. So. Oh, hier ist was. Fotografie. Ist das Ed? Gute Frage, ne? Werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden. Zumindest nicht jetzt. So. Küche. Oh, oh, Fliegen. Fliegen sind immer schlecht. Ein ganz schlechtes Zeichen. So, hier scheint aber auch doch hier Geldglas. Immerhin haben sie euch nicht ausgeraubt. Oh, ich weiß nicht, ob das ein Trost sein sollte. Okay, Geldglas haben wir. Hier ist was auf dem Tisch. Essen, ne? Frühstück. Ist das noch frisch? Nee, auf keinen Fall frisch. Alright. Also jetzt bin ich mir sehr, sehr sicher, dass mit den beiden irgendwas ist. Und ich glaube nicht, dass die abgehauen sind. Die würden ihren Hof ja nicht so einfach verlassen. So. Hier haben wir nichts mehr. Okay, ich glaube, wir gehen mal weiter nach hinten ins Haus. Badezimmer? Oh, ich muss mal auf Toilette. Komm. Na, setz dich hin. Ich muss mal kacken. Denn eben nicht. So, nicht vergessen runterzuziehen. Ja. Wichtige Regel. Wasserhahn. Alright, so, das war's aber, ne? Ja, was haben wir hier? Schlafzimmer vielleicht? Nee, sieht so aus wie so eine Art Hobbyraum. So Handwerksarbeiten oder ähnliches. Ja genau, Strickerei. Unser kleiner Engel, was? Unser kleiner Engel hilft uns, Sam. Gut. Das war's hier. Okay, scheint jemand da zu sein. Fragt sich nur, wer.
Oh, Radiowecker ist angegangen, oder? Hast du auch hinter der Tür geguckt? Okay, hinter der Tür ist niemand. Alarmcrew. Gut, so, hier ist das Schlafzimmer. So, hier ist nichts. Irgendwas im Kleiderschrank. Wäsche durchwühlen, kommt immer gut. So, da geht's auch noch weiter. Ein Abstellraum oder was ist da? Badezimmer. Oh, ich trau mich hier nicht. Ich trau mich nicht. Ich will das nicht sehen, was dahinter ist. Oh, ich glaube, das ist nur ein Schatten von irgendwas Harmlosem. Oh, jo. Alright. So, war denn hier noch irgendwas im Bad? Glaube nicht, ne? So, wir sind ein Vampir, wir können uns nicht im Spiegel sehen. Gut zu wissen. So, Kleiderschrank. Ist da vielleicht ein Liebhaber versteckt? Okay, Kleidung ist noch da. Also heißt es auch nicht, dass sie irgendwie abgehauen sind, so wie es aussieht. Aber wie gesagt, das hätte mich sowieso gewundert. Haben wir jetzt schon alle Räume? Ich glaube ja, ne? Hier ist noch ein Kinderzimmer. Leonard, the little angel. Na, Leonard war der draußen im Grab. Halt uns einen Platz im Himmel frei, Leonard. Okay, die haben wohl die ganzen 50 Jahre das Zimmer für ihn weiter behalten. In Andenken an ihn oder ich habe keine Ahnung. Aber es scheint so, als hätten die sehr, sehr stark mit dem Verlust getrauert. So, hier ist noch ein Foto. Na, das ist auf jeden Fall Ed. Ed mit Samuel, schätze ich mal. Okay, ich weiß nicht, ob wir irgendwas übersehen haben. Aber warte mal, haben wir ein neues Ziel? Erdgeschoss des Hauses. Ja, Erdgeschoss, das heißt, es gibt noch ein Obergeschoss. Ich habe aber gar keine Treppe gesehen. So, Foto haben wir. Ach, hier Keller. Alles klar, es gibt noch einen Keller. Ich will da nicht reingehen. Oh. Schlechter Geruch. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Mach die Tür nicht zu. Komm, wir gehen wieder. Hier ist nichts. Komm, geh. Geh, geh. Komm, wir gehen wieder. Nee, wir gucken uns das gar nicht erst an. Na gut, wir müssen wohl, glaube ich, ne? Wir müssen. Na, gerade schlechter Zeitpunkt, Junge. Wir beruhigen ihn mal. Ich hab zu tun. Ich melde mich später. Ja. Oh, 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 oh. Oh, shit, ich will die Decke nicht wegziehen. Ich weiß doch genau, was da drunter liegt. Die Frage ist es, sind es beide oder ist es nur einer von beiden?
Sieht eigentlich aus wie nur eine Leiche. Oh shit. Nee, ne? Ich wollte jetzt wissen, wer da liegt. Jetzt habe ich mir solche Mühe gemacht. Hab mich überwunden, die Decke wegzuziehen. Und was ist? Wir erfahren es nicht. Naja, wir sind jetzt anscheinend wieder die Ärztin. Aber eigentlich ganz cool gemacht. Hält so ein bisschen die Spannung hoch. So, ich glaube, sie müsste ja gleich mal mit ihrer Mittagspause zu Ende sein. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir wieder mit Ed reden. Oder mit dieser komischen Tante, die uns aber eigentlich nichts verraten will. Immer wieder dieses störende Telefon. So, Sitzung am Nachmittag. Okay, Achso. Ausschalten und losgehen. Ausschalten. So, wieder frisch ans Werk. Ah, da ist die Tante. Ich wollte Sie gerade rufen. Ed wartet. Naja, danke. Erzähl mir uns lieber mal, was mit Eds Eltern ist. Aber das tust du ja nicht. Oh, wir sehen doch noch. Wir sehen's doch noch. Was liegt da? Wer liegt da? Okay, es liegt auf jeden Fall. Und das sieht so aus, als wenn es Samuel ist. Naja. Oh. Aber zumindest ist äußerlich nichts von Gewalt zu erkennen. Adam. Zuerst die Forensik informieren. Harley. Sag Adam nicht. Ruf die Forensik an und sag ihnen, dass... War es Ed? Ich weiß nicht. Ich glaube eigentlich nicht, dass es Ed war. Wobei Ed ja schon ein bisschen durchgeknallt ist. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es Ed war. Ich weiß nicht warum. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ed? Sollen wir anfangen? Also, warum erzählen Sie mir nicht von Ihrer Kindheit? Was wollen Sie denn wissen? Was Sie gespielt haben? Wie weit oben? Das Baumhaus ist wunderschön. War's auch. Alright, Leute. Soweit, so gut. Wir gucken uns beim nächsten Mal an, was genau mit dem Baumhaus ist. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.
Ich muss leider an dieser Stelle einmal unterbrechen. Ja, wie gesagt, die Zeit ist um. Und vergesst den Daumen nicht, ne? Ganz wichtig. Und macht's gut. Tschüss.